Hallo und willkommen. Es geht um Captain Future. Wie ihr seht, ich habe euch diese Schätzchen gezeigt, die ich zuletzt bekommen habe. Und eines der Highlights war, wie ihr hier seht, die Captain Future Sticker-Tüte noch und meine fehlenden Bilder für mein Kindheits-Captain Future-Album. So, dieses Captain Future-Album vervollständigen wir jetzt mit diesen Stickern. Hier haben wir nun das Captain Future Einklebealbum von Panini aus meiner Kindheit. Ich habe es in Folie eingeklebt, sozusagen diese Klebefolie, wie man die Schulbücher eingeklebt hat. Beziehungsweise, ich glaube, meine Mutter hat es gemacht, damit es erhalten bleibt. Ich glaube, sonst wären die Flächen hier so ein bisschen weißer, aber egal. So ist es auch für mich erhalten geblieben. Es ist ein Stück meiner Kindheit eben halt. Ihr seht es, man sieht es ja auch an den gleichen Knicken und so weiter, dass es schon einiges mitgenommen hat. Wie ich gesagt habe, wir kleben uns gleich die fehlenden Bilder ein. Und ihr werdet am Anfang sehen, dass ich eigentlich schon alle habe. Das liegt daran, ich habe mal auf dem Flohmarkt ein anderes Album gefunden. So, und zwar dieses hier. Und das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Da habe ich mir gedacht, ich schneide sozusagen die Bilder, ihr seht das hier, aus und klebe die sozusagen in mein Album ein, weil sich hier sowieso auch schon die Seiten gelöst hatten. Ja gut, das habe ich damals so gedacht und gemacht. Und ja, wie es so kommt, habe ich jetzt mir die fehlenden Bilder gekauft. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Das Witzige an diesem Album ist, hier sind Captain Future Aufkleber bei. So, hier könnt ihr es auch sehen. Ich zeige euch die jetzt mal ein bisschen dichter. Die, ich weiß nicht, woher die stammen. Das sind keine Panini-Sticker. Die sind hier eingeklebt gewesen. Die haben sich jetzt hier nur gelöst. Und hier müsst ihr noch einen Aufkleber mal draufgeklebt haben. Und ich das hier, ihr seht es hier auch, hier ist zum Beispiel noch ein anderer Aufkleber hinten drauf und hier unten, die nichts mit dem Panini-Sticker gemeinsam haben. Ich glaube, auf der Rückseite war auch noch was. Ja genau, hier seht ihr noch so einen Silberaufkleber. Ich weiß nicht, woher die kommen. Also ganz ehrlich, es ist, kann sein, dass es irgendwelche Kaugummi-Aufkleber gab, vielleicht auch auf einem anderen Land. Ja, hier seht ihr, es löste sich schon. Aber trotzdem, ich behalte es natürlich, das ist so ein Stück auch Kindheit, egal in welchem Zustand, das macht irgendwie immer, naja, es begeistert. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, woher diese Bilder kommen, aber so ist es ja manchmal, so das aus dem Weg. Ne? Mein Kindheitsalbum ist hier komplett, oder ist noch nicht komplett, das machen wir gleich komplett. So, und als erstes wollte ich euch nochmal in der Nahaufnahme das Captain Future Tütchen zeigen, dieses Tütchen. Das ist im Endeffekt das, was man immer gekauft hat. Ich weiß nicht, 30 Pfennig oder so hat es, glaube ich, gekostet. Zwischen 20 und 30 Pfennig damals. Da waren 6 oder Bilder, glaube ich, drin, wenn ich das richtig erinnere. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch 8. Wie zwischen 6 und 8. Variierte immer. Je nachdem, teilweise auch Fußball oder so, wenn ich es gesammelt habe, hat auch variiert. Ihr seht hier, das ist also, wie gesagt, in Top-Zustand. Dafür. Das lege ich mal hier oben hin. Ich versuche auch, dass ich das so richtig schön ins Bild bekomme, weil das ist ja jetzt noch nicht das Let's View. So ein bisschen höher die Kamera. Und was ich auch habe, dann eben halt einen ganzen Sticker. Das sollten alle Sticker sein, die mir fehlen. Ich habe sie schon vorsortiert, sodass wir eigentlich gar nicht erst sortieren müssen. Von hinten nach vorne. So, das lege ich jetzt hier hin. Ihr seht ihr jetzt, mit Nummer 83 starte ich. Dann auch, ihr seht ja, so steht das drauf, in drei verschiedenen Sprachen. Captain Flamme müsste italienisch sein, Futuro, Flamme ist französisch, Captain Futuro müsste italienisch sein. Und auch in drei Sprachen eben halt, ne, verlangen sie bei ihrem Verkäufer das Album für diese Bildersammlung. Denn das Geniale war eigentlich, zu diesem Zeitpunkt, wo man Captain Future gesammelt hat, da wurden diese Alben noch gratis verteilt. Hier steht, ihr seht, oder ihr seht es, Axel Springer Verlag hat es damals mit rausgebracht, Alleinvertrieb für Deutschland, also mit Panini. Nee, hat 50 Pfennig gekostet, das Album. Aber man hat es auch manchmal geschenkt gekriegt. Also in dem Sinne, es ist schon was. Ach, ich liebe auch dieses Artwork hinten drauf, einfach toll. Naja, das soll es aber auch nicht sein. Wir wollen uns das einkleben. Einfach mal. Und ich erzähle so ein bisschen was, was mir dazu dann einfällt. Und ein
zusätzliches Video wird, wie gesagt, nochmal erwähnt sein, wie ich das Album dann vollständig durchblättere. Dann gehen wir auch mehr auf die Geschichten ein. So, ne? Hier seht ihr, ich habe auch mal ein bisschen angemalt nach dem Cartoon damals, wie ich so konnte, das Bild. Und hier haben wir den Text dann entsprechend. Aber darum geht es nicht. Captain habe ich hier vollständig. Und ihr seht, dadurch, es fängt mit 83 an, weil ich hatte die Sachen, wie ich sagte, reingeklebt. Man muss aufpassen bei mir, hier seht es auch schon, es ist brüchig geworden. Es ist alt, es ist von 1980, wir können es hochrechnen, 40 Jahre. So, und hier könnt ihr sehen, hier habe ich mit Tesafilm geklebt. Das Bild hatte ich dann aus dem anderen ausgeschnitten und hier vorsichtig eingeklebt. Das werde ich natürlich jetzt nicht ändern, das ist mein Kindheitsalbum. Auch dieses Bild habe ich eingeklebt. Ganz vorsichtig, ihr seht, es ist empfindlich. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt mein Album der Kindheit. So, ihr seht, es ist hier vollständig und auch hier vollständig. Ja, der Herrscher von Megara. Aber wie gesagt, in dem Let's View gehen wir genauer drauf ein. Da schauen wir uns alle Bilder dann nochmal ganz genau an und gehen so ein bisschen die Geschichte durch da drin, so welche Erinnerungen ich habe. Ich habe auch auf die Romane dazu gelesen. Das wird dann alles auseinandergenommen. Ja, und ihr seht, ich habe mir schon damals sehr viel Mühe gegeben, diese Bilder zusammenzukriegen und zu kombinieren. Da war ich eben halt doch immer sehr fleißig beim. So, und wir wollen hoffen, dass es vollständig ist. Zwei Bilder, muss ich ganz ehrlich sagen, waren echt schwer zu bekommen, weil manche Händler gar nicht mehr reagiert haben, die Einzelbilder verkauft haben. Hier haben wir, ihr seht, die ersten Bilder, alles vollständig und jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an, unvollständig zu werden und wir kleben ein. Wir gucken uns die Bilder auch an. Ich zeige euch die. Hier haben wir das schöne Motiv und das, ich hoffe, es klebt dann auch. Ich muss zugeben, die sind sogar etwas dicker als früher, die Bilder. Ich hoffe, wie gesagt, es funktioniert noch. Ich habe keine Ahnung. Sie sind auch 40 Jahre alt, die Bilder. Und das klebt noch. Es lässt sich kaum lösen. Das ist schwierig. Ja, die Idee dahinter, das einzukleben, es ist fast unmöglich. Der Kleber ist fast gar nicht mehr so vorhanden, wie ich will. Ah, Mann. Es geht nicht. Leute, es geht nicht. Es geht nicht. Wie soll ich das machen? Es klebt auch kaum noch. Ich krieg das Bild nicht mehr ab. Es geht nicht mehr, es löst sich nicht mehr. Es löst sich nicht mehr. So richtig. Jetzt geht das, jetzt geht das, jetzt geht das. Wollen wir hoffen, dass es hier drin hält, sonst muss ich mit dem Prittstift arbeiten. Wahnsinn, ihr seht, das ist schon 40 Jahre alt, 40 Jahre alte Sticker, versucht die einzukleben. Das ist ja nicht dasselbe. Wir probieren es natürlich jetzt noch weiter. Ich muss vorsichtig angehen, die Sache. Mag angehen, dass einige was einfacher gehen. Muss vorsichtig die Sachen sich lösen. Mensch, ich bin echt vorsichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ist. Ich habe ja gar nicht darüber nachgedacht, dass die sich natürlich klebemäßig etwas lösen. Oder nicht mehr so stark sind. Auch hier geht es einfacher. Wunderbar. Und dann versuchen wir mal, das hier ranzukleben. So gut es geht. Ja, hundertprozentig geht es nicht. Ich habe mich jetzt nach der Brücke entschieden. Hier ist es nicht. Es ist ja so, dass die Dinger nicht immer funktioniert haben, auch teilweise in den Farben leicht abwichen.
Oder eben halt, ja, so, es ist halt eine andere Art, es ist Zeit. So, hier haben wir noch auch ein schönes Motiv. Also hier lohnt es sich, das nicht zu zeigen. Ihr seht das ja, es ist jetzt komplett. So, und hier haben wir Greg und den Captain in einem Gang gehen. Mal sehen, ich muss echt aufpassen mit dem Lösen. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so viele Probleme geben kann. Deswegen müssen wir ganz vorsichtig. So, ach so, das war die Nummer. Jetzt gucke ich, dass ich nicht doppelt falsch mache. 95. Boah, das ist echt Gänsehaut, das Ding einzukleben. Wie gesagt, die letzten Aufkleber waren 1980, die ich da eingeklebt habe. Seitdem ist es so unvollständig gewesen. Ich meine, gut, abgesehen dieser Ausbesserung, die muss ich irgendwann zwischen 85, ja, zwischen 80 und 90 gemacht haben. Hier haben wir auch ein schönes Motiv, 99. Wenn ich bedenke, mein anderes Einklebevideo, wo ich von den 101 der Martina Sticker einklebe, das ging wesentlich einfacher. Das Album war aber auch nicht ganz so alt. Das jetzt hier, wie gesagt, 40 Jahre. Und dann die Sticker. Man gibt sich ja die Mühe. So, jetzt haben wir die Seite vollständig. Und wir haben noch einige vor uns. Ich meine, es macht ja auch Spaß. Ich finde es ja auch toll zu gucken. So, hier sehen wir, die Seite ist vollständig. Und 114, die hier oben fehlt, habe ich. Und ihr seht, ich werde mal meine diese hier zur Seite legen. Die Tüte, ja, lasse ich da. Ich werde aber das Album vorsichtig nehmen, damit ich das Bild besser einkleben kann. Wie gesagt, das ist jetzt eine Begleitung des Ganzen mit Captain Future. Ich bin mit aufgewachsen, 1980. Ich versuche jetzt mal ein paar andere Geschichten zu erzählen zu Captain Future. Man muss ganz vorsichtig auseinanderziehen. Es ist halt eine andere Empfindlichkeit, die jetzt hier herrscht bei den Stickern. Ja, 1980, ich bin noch Jahrgang 74 und Anfang der 80er, wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher, nur im Wohnzimmer, einen eigenen im Kinderzimmer gab es noch nicht, das war eine andere Zeit. Und ja, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ich glaube, es lief im Fernsehen, mein Vater hat es auch eingeschaltet und bumm, machte das und ich war sofort fasziniert davon. Ja, und Captain Future hat mich immer begeistert. Dann habe ich mir meine eigenen Hörspiele gemacht, weil im Endeffekt Videorekorder gab es noch nicht. Ich glaube, Captain Future ist auch überhaupt nicht auf Videokassette je erschienen. So, hier habe ich heute nochmal 125. Oh, schönes Motiv. Ist, glaube ich, nie eben halt. Das ist, löst sich besser ab. Nie wirklich erschienen auf Videokassette. Inzwischen gibt es die auf DVD und dann gab es eine Uncut Digital Remastered Version auf Blu-ray, beziehungsweise die japanische Originalversion ist da, denn die deutschen Folgen waren gekürzt. Teilweise waren die 4 Episoden so runtergekürzt, dass immer eine fehlte. Ja, so ist es eben halt gewesen. Deswegen in diesem Album, wenn ich es betrachte, ihr werdet auch sehen, es gibt Szenen, die es nicht in die Anime geschafft haben, im deutschen Anime. So, hier haben wir die 134, die gehört hier unten hin. Naja, also ich als Kind habe mir dann eben halt meine eigenen Hörspiele gemacht. Man stellt den Kassettenrekorder vor den Fernseher, so einen ganz einfachen noch, so mit so einem Mono-Aufklebeteil, Mono-Aufnahmegerät. Das ist halt auch so einen einfachen Kassettenrekorder, wo wirklich nur ein Lautsprecher drauf war. Ja, und dann hat man Aufnahme gedrückt. Und die Folge aufgenommen. Alle mussten im Wohnzimmer ruhig sein. Und ja, dann hatte man die Folge drauf mit Musik. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich auch entsprechend richtig rum auch hier einklebe. Ne, damit ich nicht nochmal die Bilder besorgen muss. Bisschen schwerer sind Captain Future Einklebebilder zu besorgen. Doch
schon etwas schwieriger. Naja, jedenfalls habe ich mir dann die Kassetten eben aufgenommen auf Hörspiel. Teilweise nicht mal jede Folge hintereinander, weil man hat ja auch irgendwie als Kind auch mal welche verpasst, obwohl ich alle dann irgendwann gesehen habe. Und dann hat man sie beim Spielen im Kinderzimmer wieder, immer wieder gehört, bis die Kassetten kaputt genudelt waren. Ach, so passiert das eben. So, hier haben wir 140. Schöne Raumbasis. Ja, wie gesagt, man hat sie kaputt genudelt dann irgendwann, die Kassetten nicht. Deswegen habe ich leider auch keine mehr. Und ja, ich habe inzwischen das einzige, im Endeffekt offiziell gab es nur zwei Hörspielkassetten und eine Hörspiel-LP, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Hörspiel-LP habe ich euch in meinem Pickup-Video gezeigt. Das verlinke ich einfach auch mal hier. Und die Kassetten habe ich noch nicht, würde ich gerne noch mal haben, werde ich mir auch noch mal irgendwann, wenn sich das ergibt, auch preislich zulegen. Ansonsten habe ich sie auf Blu-ray und ich habe sie auf DVD. So, hier haben wir dieses Bild mit Joan, die da ohnmächtig liegt. Ja, und wie gesagt, als Hörspiel gab es offiziell nur zwei Kassetten. Das habe ich aber auch früher gar nicht so mitbekommen. Ich habe mir die Kassetten selbst zusammengestellt und ja, ich habe zwar, glaube ich, ein paar Märchen-Hörspielkassetten gehabt, aber ich glaube, die ersten richtigen Hörspiele, an die ich mich wirklich erinnern kann, fingen mit 3 Fragezeichen an. Ein paar Jährchen später. So, wollen wir mal gucken, ob wir die richtig gut zusammenkriegen. Das Bild. So, ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Ich habe gerade angesetzt, aber der Schnitt ist auch nicht perfekt. Aber ich habe mich jetzt an ihr Gesicht orientiert und dann finde ich das am besten. So, die 49. Und ihr seht, das wird noch einiges sein. Das Video wird lang werden. Ich bin jetzt schon bei 16 Minuten. Also ihr könnt mich hier stundenlang zuhören und zuschauen. Ob ihr es macht, ist eure Entscheidung. Ich versuche so ein bisschen zu Captain Future eben halt allgemeine Sachen zu erzählen. Wie gesagt, das war so ein bisschen das, ja, das schöne, interessante Motiv vom Seeteufel. So. Also ich habe mir die eigenen Hörspiele gemacht. Dann habe ich meine paar Toys gehabt. Davon habe ich auch schon mal ein bisschen gesprochen. Ihr habt die gesehen, die alte Komet. So viel gab es ja nicht. Es gab die 3 Figuren. Es gab Schleichfiguren, habe ich auch nicht mehr. Mit denen hat man gespielt. Und es gab eben halt die Komet. Dann habe ich da ein paar andere Raumschiffe gehabt, wie das Bock Rogers Raumschiff. Und damit hat man dann gespielt. Und ich hatte, glaube ich, von irgendwann ein Raumschiff von Thunderbirds. Und das passte ja auch ganz gut. So, hier haben wir auch nochmal ein schönes Motiv. Was hier 159. Ja, und wie gesagt, bei Captain Future. Da hat man entsprechend gespielt. Ich habe auch noch das den MB Starbird gehabt mit so einer riesigen Papp-Raumstation. Das war dann so meine Basis. Die passte perfekt zu Captain Future. Ja, man hat improvisiert. Man hat einfach gespielt und das Wenige hat auch gereicht. Es ist nicht so eine Masse wie heute bei Transformers und Co., wo es hunderte von Figuren gibt. Also es war alles überschaubar hier bei Captain Future. Und man hat anders gespielt. So, jetzt muss ich hier oben ein bisschen näher ranziehen, damit ich dieses Motiv hier kombinieren kann. Da muss ich vorsichtig abziehen. Man merkt richtig, dass die schwerer abgehen. Aber erstaunlich, nach 40 Jahren, dass das noch hält. Der Kleber. So, ich orientiere mich hier jetzt auf Joan Lando, dass ich die vollständig kriege. Oder die Figur zusammengesetzt kriege. Ja, perfekt. Hat funktioniert. Ihr seht schon wieder eine Doppelseite vollständig, aber zum Ende hin habe ich sowieso mehr fehlende Bilder gehabt. Ja, hier schon das nächste Kombinationsbild. Oh, hier haben wir den Rest. Oh, ein schönes Motiv. Wie gesagt, das ist es eben halt. So, und was habe ich noch gehabt von Captain Future früher? Da habe ich auch nicht mehr so viel. Das sind die Captain Future Comics.
Es gab im Bastei Verlag Captain Future Comics. Und diese Comics, ja, habe ich auch gesammelt, wie ich so war. In meiner Kindheit habe ich sie dann irgendwann auf dem Flohmarkt verkauft. Davon besitze ich mittlerweile gar nicht mehr so viele. Nur noch ein paar, die ich jetzt mit nachgekauft habe, mal irgendwann. Und hier seht ihr, so gut passte das gar nicht mehr zusammen. Es klappt jetzt. Oh, es ist so schön, das Ding vollständig zu sehen. Das ist ein schönes Gefühl. Da merkt man, dass sich das Geld, es war ja teuer. Es hat mich einiges an Geld gekostet, diese Bilder wiederzubekommen oder jetzt zu kaufen, dass sich das gefühlt gelohnt hat. Also muss ich ehrlich sagen. So, 175. Otto, der sich schmiedt. Ja, das Bild geht gut abzuziehen. Es variiert, aber man muss echt vorsichtig sein. So, und bin auch meine Liste hier durchgegangen mit den Bildern. Also es sollte alles vollständig sein, aber man kann sich ja immer mal täuschen, eine Nummer doch übersehen oder wie auch immer. So, hier haben wir auch ein schönes, ein einfaches Motiv. Also es ist schon ganz gut getroffen, das Ganze. Ja. Naja, und Captain Future, ich sagte, ich habe die Comics. Ich werde auch noch mal Let's Views machen von ein paar Comics, die ich so hatte. Beziehungsweise ich habe nur noch ein paar. Da gab es auch eine, ich glaube 80 Hefte und 13 Taschenbücher oder so in dem Dreh. Aber gut, da nagelt mich jetzt nicht bitte fest. Das habe ich jetzt nicht ganz so im Kopf. Die sind auch recht einfach gezeichnet, aber man hat sie eben halt sich ja angeguckt. Und wenn ihr auf meine Instagram-Page geht, da habe ich sogar noch ein Captain Future Malbuch gezeigt, was ich jetzt in meiner Kindheit hatte. Ja. Captain Future, das hat mich immer wieder begleitet. Was ich leider nicht mehr habe, es gab früher diese, ihr kennt das sicherlich auch, diese schönen A4, A5, A1 Malblöcke. Die hatten immer ein Covermotiv. Da gab es auch mit Captain Future. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, die abzupausen, die Titelmotive, Bilder. Richtig toll. Leider habe ich gar keins mehr davon. Es ärgert mich auf eine Art. Die sind irgendwie verloren gegangen. Ist sehr, sehr schade. So, ihr seht, hier ist es auch schon geklebt und es hat sich gelöst, aber hier mit der 196 muss ein fehlendes Bild eingeklebt werden. Ja, hier könnt ihr sehen, auch ein sehr schönes Motiv. Also den Anime kann ich euch nur ins Herz legen. Ich finde, der ist so zeitlos. Die Geschichten sind richtig toll und eins muss ich sagen, ich lese ja auch die Romane dazu. Geschrieben wurden sie von Edmond Hamilton. Teilweise in den 40er Jahren. Klar, einige Sachen sind inzwischen mit anderen Bezeichnungen versehen und up to date und es war halt das Universum, also man muss dazu sagen, Captain Future spielte in den Romanen eigentlich fast nur in unserem kleinen Sonnensystem, während im Anime das so ein bisschen Galaxis erweitert wurde und dann ein bisschen was zum Beispiel auf dem Pluto spielte im Roman, hat dann noch weitaus entfernter in dem Anime gespielt. So zum Beispiel hier, das ist jetzt ein ganz anderer Wasserplanet gewesen. Und im Roman ist es der Uranus, also in dem Sinne. Na, das hat sich da immer ja, dran orientiert. So, und die 208. Aber auch wieder ein Bild. Richtig schönes Bild. Ja, das hat einfach Spaß gemacht. Die Animes zu gucken und die Bücher habe ich dann, wie gesagt, gelesen und ich muss euch sagen, was man gar nicht gedacht hat, die Bücher sind sehr gut umgesetzt worden. Also auch sehr, sehr genau. Ne, die sind echt gut umgesetzt. Also man hat sich echt Mühe gegeben. So 214. Ich sage ja, ich habe es vorsortiert, sodass wir es ein bisschen einfacher haben, sonst wäre das Video geht eh schon lang. Aber es ist ja meine Nostalgie. Ne? Und also, wie ich zu den Büchern gesagt nochmal, die sind halt doch ziemlich, ja genau, man hat sehr, sehr detailliert diese Sache umgesetzt. Ne? Und sehr besonders sind auf jeden Fall die Designs gewesen des Animes. Der hat auch sehr viel gelegt. Und was ich hier sehe, hier habe ich sogar zweimal das gleiche Bild unter. Das heißt, ich habe versucht anzugleichen. Hier sieht man das. So ein bisschen. Ich hebe das mal ein Stückchen hoch, vorsichtig. Seht ihr das? Da habe ich ein doppeltes Bild unter.
Ja, so ist das dann manchmal. Ja, haben wir auch schon vollständig. Bis Seite 27 sind wir vollständig. Cool. Ja, und hier seht ihr, da fehlt natürlich ein bisschen mehr. Aber das werden wir gleich ändern. Hier auch ein schönes Motiv. Es ist einfach nur, ja. Es ist aber auch schwer, diese Bilder jetzt abzuziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind halt alt. Früher ging es super locker, flockig. Heute, ich sage ja, ich muss tierisch aufpassen. Sie auch langsam auseinanderziehen, damit sie nicht reißen. Ich meine, der Kleber hat 40 Jahre gehalten. Genau genommen 42 Jahre. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin total begeistert und es ist total nostalgisch. Ich habe Herzklopfen, wenn ich jetzt das Ganze mit einklebe, weil es ist wirklich wie in meiner Kindheit, habe ich zuletzt gemacht. Hier ein Captain Future liegend. Ja, es ist einfach. Einfach toll. Ja. Ich habe damals in meiner Kindheit eigentlich nicht so viele, ja, der Art Einklebebilder Sammelbildserien gehabt. Ich habe oftmals auch Fußball gehabt. Die sind aber alle verloren gegangen oder weggeschmissen worden. Und Fußball haben wir auch auf dem Schulhof getauscht. Captain Future glaube ich auch. Da war ich aber auch noch in der Grundschule. Man muss das ja wirklich sagen. Ich bin 1980 in die Schule gekommen. Von 80 bis 84 war ich in der Grundschule. Hier Joan und Simon. 222, kommt dahin. Und ja, da hat man auf dem Schulhof die doppelten Bilder ausgetauscht. Und ja, da gab es nicht Game Boy und Co. Da haben wir wirklich mit Kartenspielen gespielt. Ich glaube, Schiffe versenken auf dem Blatt Papier und ähnliches. Man hat wirklich einfache Sachen gespielt. Glaubt man gar nicht mehr heute. Heute ist ein Gameboy ganz schnell da, heute ist ja wesentlich mehr. Und sowas wie Gameboy und Co. haben wir gar nicht gedacht. So, ein bisschen schief, aber das ist ja, geht ja noch bei den Einzelbildern. Boah, ist das herrlich. Das ist so schön. Ich hoffe auch, dass die Bilder noch halten, dass sie sich nicht lösen werden. Weil ich merke schon, dass der Kleber schwächelt. Bild mit Ken Scott. Ken Scott war übrigens die einzige Figur, die nicht aus dem Roman stammt. Man wollte wohl ein Kind oder einen Jungen für die Zuschauer mit einbauen. Das war ja auch modern damals. Vielleicht kriege ich die Ecke besser. Gar nicht so einfach, die richtige Ecke manchmal zu finden. Da. Also der Junge ist nicht wirklich aus dem Roman Ken Scott, der ist für den Anime entwickelt worden, obwohl es in einer Geschichte kurz einen Jungen gibt, der sich auf die Komet schleicht. Aber der hieß, glaube ich, auch anders. Die Namen sind gegenüber dem Roman so ein ganz leicht wenig abgeändert worden. So heißt Joan Landor im Originalroman Joan Randall. Esella Garni heißt Ezra Gurney. Ja, ist halt etwas anders. Ne? Das ist auch so manchmal auch vielleicht durch Übersetzung geschuldet. Ich weiß es gar nicht so genau. Das hat sich einfach gemacht. Hier haben wir auch noch ein Motiv. Und das kommt da gleich. Ich muss vorsichtig sein, ich habe beinahe zu schnell abgezogen. Und das ist nicht gut bei diesen alten Bildern. Wie gesagt, über 42 Jahre. Wahnsinn. Oh, es fühlt sich so schön an, die vollständig zu sehen. Und hier haben wir das nächste. 42. Greg und Otto. Ja, also, und die Romane, ich muss sagen, ich kann sie euch auch noch ans Herz legen. Die werden gerade aktuell wieder vom Golconda Verlag aufgelegt. Wenn ihr auf Short Review geht, also der Link, der oben eingeblendet ist, da habe ich einige Reviews zu den Büchern. Und da könnt ihr euch das auch nochmal angucken, denn das Spannende an diesen Golconda Büchern ist,
Die sind neu übersetzt, ein bisschen aktuell gemacht, mit einigen Ausdrucksweisen, andererseits auch sehr akkurat gehalten, dass man den alten Geist von früher beibehält und gleichzeitig aber auch die Bonusteile des Original, der Originalveröffentlichung sind mit eingeflossen. Das ist immer ein schönes Motiv, Simon und Future. Denn im Original ist Captain Future in so einer Art Magazin veröffentlicht worden. Und dann gab es auch zusätzliche Artikel oder so dazu. Und die sind jetzt, alles was Captain Future bezogen ist, so Hintergrundinformationen waren dann dabei oder auch Leserbriefe Captain Future bezogen, die sind jetzt damit eingeflossen. Das ist so eine richtig schöne Zeitreise dann. Und ja, das macht... Ist auch richtig schön, sie zu lesen, diese Sache. Oh, man muss richtig vorsichtig sein beim Auseinanderziehen. Das ist ein ganz anderes Feeling. Ein ganz anderes Feeling. Vorsichtig hier einkleben. Auch eine sehr schöne Episode von Captain Future. Ja, ihr seht, hier und da sind die vollständig. Und dann gibt es noch ein paar wie hier, wo mir ein paar mehr fehlen. So, hier haben wir auch. Eine Stadt. Der geht ein bisschen besser abzuziehen, der Aufkleber. Also mir fehlten knapp 100 Bilder. Also ihr erlebt jetzt mit, wie 100 Bilder von, wir sind jetzt schon bei 250. Also ich glaube über 300 Bilder, die es im Endeffekt gab, wo mir die fehlten. 154 habe ich jetzt hier. Ihr seht, ich habe mir Mühe gegeben, das nicht vorzusortieren. Ja, Captain. Und der Professor Hainford, Haynes, Professor Haynes. Ist das ein schönes Gefühl, dass man auch das Album der Kindheit wirklich vollständig kriegt. Ja, ich weiß, es ist eine lange Reise. Dieses Video wird sehr lang sein, weil es einfach nur ist, Einkleben ist. Aber es ist Nostalgie, es ist... Es ist vielleicht nicht für jedermann. So, hier haben wir das schöne 64, das Raumschiff von Vulkulun, wo sie den Weltraumstein klauen. Richtig cool. So. Was gehört hier hin? Das Witzige ist ja, wenn ihr dieses Bild seht, dies war schon hier auf dem anderen Album. Zu sehen. Da seht ihr, es war hier auch mal abgerissen. Das hatte der Betreffende aufs Cover geklebt von dem Vorbesitzer. Naja, gut, passiert eben. So, 270, der Captain und der Professor. Ja, das ist schon was. Jedenfalls die Romane kann ich euch auch nur empfehlen. Es sind noch nicht alle im Deutsch wiederveröffentlicht worden, im Golconda Verlag, aber im Bastei Verlag zum Beispiel sind die damals auch schon erschienen und da gibt es die vollständig. Diese sind nur antiquarisch zu bekommen, aber die vom Golconda Verlag kosten so um die 14 Euro. Und lohnt sich. 14, 15 Euro der Roman. Es lohnt sich. Schönes Hardcover. Also wirklich klasse. So, die Seite ist auch wieder vollständig. Ja, jetzt geht es hier weiter. 73 hier oben. Nurara und Kulun. Das ist schon toll. Eigentlich auch erstaunlich, wie so ein Anime auch heute noch nach über 40 Jahren, ich meine, der ist in den 70ern entstanden in Japan, ein bisschen mit europäischer Produktion, so einen großen Kult hat, aber es liegt halt daran, dass wir eine deutsche Geschichte ja auch damit verbinden. Die Musik von Christian Bruhn, die deutsche, so hier kämpfen sie gerade. 77 ist das. Christian Bruhn, ein deutscher Komponist, der zum Beispiel auch an der Heidi-Musik beteiligt war, an der Sindbad-Musik, also fast sehr viel Einfluss in den 80ern musikalisch hatte. Ich muss
echt aufpassen. Das Ding geht schwerer. Oh, ja, da fängt das an. Ich muss echt, da muss man ganz langsam. Es geht halt nicht anders. Gar nicht so einfach. Diese Bilder. Das ist jetzt zum Glück nur die Nicht-Klebekante, das sozusagen das Bild zwischen dem Bild und es ist nicht einfach, das abzuziehen. Ach. Hier ist es das Bild, da hängt. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist eins der Bilder, was schwierig ist. Es ist halt, wie ich sagte, das heißt, da wird nicht so sein, dass ich wohl alles perfekt hinbekomme. Seht ihr es? Das hängt richtig schlecht zusammen. Deswegen muss man es ganz vorsichtig. Und hier unten hängt der Kleber noch drauf. Jo, das ist nicht einfach. Ja. Mal sehen, hier ist, da ist kein Kleber hinter. Probieren wir es einfach mal. Wenn sich das löst, muss ich mit dem Prittstift arbeiten. Hier kann man es überspielen. Verzeiht, ich glaube ich im Haus Bauarbeiten. Jetzt ausgerechnet, jetzt wird gebohrt. Mal kurz, wo ich diese Aufnahme mache. Ja, die ganze Zeit war nix. Ihr habt es ja gehört. Wir sind jetzt bei 37 Minuten etwa, die ich jetzt hier gerade schon klebe. Und jetzt haben wir eine Bohrmaschine. Also verzeiht. Hier haben wir den Captain. Kommt hier unten hin. Mal sehen. Ja, man kann es nicht perfekt haben. Auch hier geht das Bild wieder perfekt ab. Ja, so ist es eben halt. Man ist nicht in einem Studio, man ist privat zu Hause, wenn man dieses aufnimmt. Ich sitze an meinem Küchentisch. Das ist der beste Platz zum Einkleben. Und ja, nehmen wir auch dieses Motiv. Jetzt wird gebohrt. So, und ich ziehe das jetzt vorsichtig ab. So, jetzt haben wir das auch drin. Nächste Seite. So, ich habe eine kleine Pause eingelegt, was nicht anders ging. Ihr werdet es im Schnitt natürlich nicht merken, aber das Bohren in meinem Haus wurde zu stark, dass ich unterbrechen musste. Und ich möchte ja, dass ihr nicht das Bohren unbedingt nur hört, sondern auch, welchen Stuss ich hier zu Captain Future laber oder auch nicht. Es ist halt meine Kindheit und wir kleben jetzt ja das Album ein und das ist ja auch einfach. Soll ich auch Spaß machen. Ich habe ein geiles Bild. Joan und Captain. Und ja. Bin mal gespannt,
wie lange das Video überhaupt dauert, gesamt. Mittlerweile, ich glaube, es wird eine ganze Stunde dauern, aber es ist halt für hartgesottene Captain Future-Fans, die einfach nur auch genießen, wie ich, es einzukleben. Oh ja, jetzt fängt das Bohren schon wieder an. Ich lasse es jetzt nebenbei laufen, das mit dem Bohren. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, wie lange ich warten muss. Dann, und ich möchte es gerne heute auf euch aufnehmen. Das Licht ist gerade toll. Hier sehen wir den Captain und die Mannschaft. Ja. Captain Future, muss ich sagen, es ist ja auch immer eine Realverfilmung im Gespräch. Ich persönlich hoffe nicht, dass sie jetzt unter dem Produzenten jetzt aktuell kommt. Das ist ein deutscher Produzent, der die Rechte hat und der das umsetzen möchte. Und es gab sogar mal das Gerücht, dass Til Schweiger die Hauptrolle spielt. Nein, das wäre nicht mein Fall. Und ich persönlich glaube auch, dass man in einem Realfilm diesen Geist nicht so perfekt rüberbringen kann. Ich persönlich wäre eher für eine Animationsverfilmung, wie zum Beispiel von Captain Harlock. Das sind Gleichmacher, die auch die Resident Evil Filme oder Episode Alpha, kann ich euch auch noch empfehlen, umgesetzt haben. Ja, also die sind richtig gut. Ja, jetzt ist das Bohren wieder richtig schön. Ach, macht keinen Spaß. So, hier haben wir die 300. Wir sind schon bei Bild 300. Und mal sehen, jetzt ziehen wir das vorsichtig ab. Die richtige Ecke finden. Kennt ihr das auch, dass die Ecken manchmal gar nicht so einfach zu finden sind bei so Einklebebildern? Gut, das ist jetzt hier noch eine Sondersache. Aber man merkt schon, dass der Kleber nicht mehr so perfekt ist wie früher. Hier sehe ich das auch, dass sogar was vom Bild sich fast festklebt. Der ist halt, wie gesagt, 42 Jahre alt. Sind die Sticker. Man muss aufpassen. So, versuche ich mal jetzt hier anzusetzen. Und das hier, es ist auch, ne, so, ich habe mich jetzt gerade konzentriert auf dieses Bild. Das ist gar nicht so einfach. Und die Bohrmaschine stört mich in meiner Konzentration, gebe ich ganz ehrlich zu. So, es hat geklappt, das Bild ist jetzt auch wieder schön. So, dann haben wir die 304. Der Captain und die Mannschaft. So. Das geht sogar gut einzukleben. Ihr seht es nicht immer, weil ich es ein bisschen auch aus dem Bild halte, aus Versehen, weil ich gucke auch nicht immer auf meinen Monitor. So, ich stelle mir noch mal richtig, dass ich besser sehen kann. So. Ah, kommt das hin? Es macht keinen Spaß. Die ganze Zeit war nichts und jetzt müsst ihr es ertragen. Ich habe zum Glück ein bisschen Musik untergelegt, dass es nicht ganz so unerträglich ist, das Gebohre, aber es nervt schon. So, die nächste Seite. Und hier seht ihr 314, 315, die fehlen. So, hier haben wir auch ein geiles Bild, die Future Comet, wie sie gerade Raumschiffe abschießt. Das ist auch ein geniales Raumschiff, die Comet. Also ich bin damals so begeistert gewesen. Und wenn man das toll sieht, das war ja nicht mal so akkurat. Auch so in bunteren Farben, was so typisch für die Japaner war, dass sie nicht ganz so trist waren, obwohl sie hier ja sehr auf graustufig das Raumschiff gemacht haben. Aber von HL Pro, die Version, ich habe sie euch in dem einen Video kurz nochmal gezeigt, macht es einfach nur Spaß. So, 315, zum Glück habe ich das vollständig, ne? Das Bild ist auch klasse. So, hier die Komet, wie sie gelandet ist. Oh, es nervt. Es tut mir so leid, Leute. Vielleicht breche ich auch gleich wieder ab und muss wieder warten. Ich wusste ja nicht, dass die Bauarbeiten da weitergehen. Die ganze Wohnung wird, Badezimmer und Küche rausgerissen. Und da wird irgendwie wahrscheinlich für Leitung aufgestemmt und alles. Das ist nervig. Ihr kennt es vielleicht auch. So, die Schlacht in der toten Stadt. Ja, und hier geht es weiter. So, ich versuche noch mal ein paar Seiten und wenn es zu schlimm wird. So, hier haben wir auch ein Bild, was da gleich dran geht.
Ah, das löst sich gut. Das ist wunderbar. So, das nächste Bild. Der Captain. Bei den Tiermenschen. Och, da kommt schon der nächste Lärm draußen. Die sind bei Gartenarbeiten. Das ist so typisch, das Video, dass man das an den Tag dann auch sich entscheidet, wie es dann nicht mehr hinhaut. So, hier ist es zum Beispiel so, dass das Bild nicht hundertprozentig zusammenpasst. Und da versuche ich mal zu gucken. Ich glaube, das ist... Das lässt sich nicht ändern, da fehlt ein Stück im Endeffekt. Ja, also, ja, jetzt mal wieder leise, dann wieder lauter, so machen die Seite weiter, hier mit dem Captain und die Future Comet. Das lässt sich einfach lösen, auch die 25 hier, richtig klasse. Wir nähern uns ja auch dem Ende, es ist ja wirklich, es sind aber noch einige Bilder. Weit über 400 Bilder hat das Album. Wir haben hier die 329. Und ich muss sagen, in dem Album hatte ich das einmal, dass ich ein Bild falsch geklebt hatte. Das ist aber inzwischen korrigiert. Das war ganz früh am Anfang. Da habe ich das noch aus dem anderen Album ausgeschnitten. Auch Vogelmensch. So, und weil das Bohren immer und die Geräusche stärker werden, muss ich nochmal unterbrechen. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Ne? Ihr werdet den Schnitt nur, ihr werdet es nicht merken, sozusagen, weil es gleich weitergeht. Aber ja, ich werde einfach gleich nochmal ansetzen müssen. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht mehr gestört werde von der Baustelle, die im Hause ist. Und wir können weiter einkleben, dieses wunderbare Album meiner Kindheit. Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen aus meinem Trott raus mit den ganzen Gedanken zu Captain Future. Aber deswegen entschuldige ich, wenn ich mich wiederhole. Aber so ist es eben, wenn man aufnimmt und das spontan mit den Sachen. Aber es soll ja auch Spaß machen, ein bisschen aus der Welt gegriffen sein. So, hier hatte ich eingeklebt, hier löste sich auch schon wieder das Bild so ein bisschen. Und hier auch. Es ist einfach so, es ist einfach alt. So, nächste Seite. Die Seite 42, 43 ist dran. Hier sehen wir, hier fehlen wieder einige. Ich habe Glück eigentlich, dass ich die meisten großen Bilder vollständig gekriegt habe. Es ist echt Wahnsinn. So, hier haben wir die Crew, die 42. Man sieht ja auch, wie sonnengebleicht schon die Aufkleber auf der Rückseite sind. Also, die haben halt ihre Jahre. Leider. Muss ich das Bild so einkleben? Ich kriege gar keine Ecke los. Das ist ja nicht schön. Bisschen eine Ecke. Den Fingernägeln dazwischen. Ich meine, es ging immer, gibt es mal Bilder, wo es schwerer ist. Ja, und hier haben wir sowas. Seht ihr das? Egal, was ich machen möchte, es geht gar nicht ab.
so richtig. Na, vielleicht geht's noch, vielleicht ist noch nicht die Schicht mit dem Sticker, es ist noch das andere. Ja, 40 Jahre alte Bilder einzukleben ist etwas anderes als aktuell. Ich hätte mir mal die Fingernägel nicht schneiden sollen, dann hätte ich es wahrscheinlich besser hingekriegt. Da sagt man immer, Fingernägel schneiden ist gut. Nicht, wenn man alte, 40 Jahre alte Einklebebilder einkleben will. Dann ist es nicht so gut. So, da merke ich schon, da habe ich die Ecke umgeknickt gekriegt. Aber ich bin schon wieder nicht auf der richtigen Seite. Man versucht es eben, die richtige zu bekommen. Ach komm! Das geht doch nicht. Ich will. So, da haben wir wieder eine Ecke umgeknickt gekriegt und wir sind schon wieder auf der falschen. Okay, das nehmen wir jetzt, packen wir als letztes, sonst werde ich ja hier gar nicht fertig. Gehen wir weiter. Probieren wir erstmal das nächste und dann machen wir als letztes nochmal das Bild. Na, kaum mache ich Pause, dann versuche ich mein erstes Bild und dann funktioniert das nicht mehr. Funktioniert gar nichts mehr, ne? Das ist doch echt verrückt. Doch, jetzt geht's wieder. Vorsichtig. So, das war die 43. Das ist, dass ich falsch erklebe. Genau, so rum gehört das. Hoffentlich müssen wir mal ein Bild vollständiger weiterkriegen. Ja, das ist halt das. Ne? Aber das stimmt nicht, dass ich da nicht rankomme. Ihr seht ja die Ecken hier. Ich versuche es. Irgendwie klappt das nicht wirklich. Das ist aber auch schwierig, wenn die Sachen nicht. Es ist halt eine andere Art Kleber. Ich meine, das kriege ich eingeklebt. Auf irgendeine Weise geht das. Und wenn ich. Ihr seht es. Muss ich hinterher. Das ist wirklich das letzte Bild. Gehen wir weiter. So, hier mal da das Motiv, die 45. Und ihr seht, das geht, aber es ist schwierig. So, vorsichtig. So, weiter geht's. So. Ja, und sie sind noch nicht mal ganz gerade geschnitten, das merkt man dann auch. Aber es ist halt, wie gesagt, 40 Jahre alt. Auch hier ein cooles Captain-Bild. Das 53. Ja, was kann ich euch noch zu Captain Future sagen? Man wollte ja neu eben halt mal eine Realverfilmung machen. Ansonsten ist ja nie was geschehen. Irgendwie verrückt. Dass der Kult auch immer noch so lange erhalten bleibt. Also die Fangemeinde ist groß. Ich bin dann auch in einer Facebook-Gruppe über Captain Future, wo immer wieder nochmal sich ausgetauscht wird und wo auch sehr viele ja, ihre Schätze auch zeigen. Viele haben eine Sammlung und es ist auch eine Menge erschienen, ein Merchandise und so weiter und über die Jahre, auch wenn es überschaubarer ist als vielleicht bei Star Wars und so, aber auch hier in Deutschland ist eine Menge davon erschienen, von Senfgläsern, die dann, also sozusagen, wenn sie leer waren, konnte man sie als Trinkgläser benutzen oder überhaupt Gläser. Also Wahnsinn. Ich will es trotzdem nochmal probieren, wo ich die nächste Seite anfange. Ich mache es in Ruhe. Das wird vielleicht eine einzige Off-Kamera sein. So, wollen wir weiter da? Gehen wir die Seite. Ach, da haben wir die 360. Ich glaube, wir nähern uns jetzt auch den letzten Seiten das Ganze. Ihr seht ja auch, der Stapel mit den ganzen Einklebebildern von knapp 100 Bildern ist immer weniger geworden. So,
Wahnsinn. Ja, hier seht ihr auch, wie unterschiedlich die Farben sind. Hier ein bisschen dunkler, hier ein bisschen heller. So, die 61, die ist dort. Und man muss sagen, bisher habe ich ja Glück. Jetzt sage ich es und jetzt kriege ich gleich die Aufkleber nicht ab. Ja, ich bin nicht im Bild damit, wenn ich das mache. Hier seht ihr ganz langsam. Es geht auch schwerer. Das muss man ja sagen. Es geht nicht so smooth ab wie bei den frischen. Das ist schon etwas komplizierter. So richtig einkleben. Ja, richtig schön. Ja, also Captain Future, wenn man es so verfolgt, also ich habe es immer wieder geguckt, ZDF hat es damals gezeigt und ihr müsst euch vorstellen, es war auch nur ein Ferienprogramm. Das heißt, es war wirklich vielleicht zweimal im Jahr, dass Captain Future lief und nicht unbedingt immer jede Folge. Also, ne, das ist jetzt die 69 da unten. Also, und ich kann mich auch noch erinnern, dass sie dann plötzlich nochmal neue Folgen gebracht haben, so 82, glaube ich. Weil sie hatten noch nicht alle übersetzt, also es ist Wahnsinn. Und trotzdem waren sie gekürzt. Ich weiß auch nicht warum. Man hat immer wieder gekürzt. Klar, es war so, ich sag mal, ganz leichte Brutalität gekürzt, aber das war es auch eigentlich. Man hat richtige Geschichten rausgekürzt. Also ganze Parts. So, hier mal die 370. Ganze Parts von der Geschichte wurden rausgenommen. Also das ist echt verrückt. Ich weiß auch nicht, was das sollte. So, die ganze Crew hier unten schön. Ja, gehen wir schon zur nächsten Seite über. So, wir nähern uns dem Ende. Das ist wirklich, ich glaube, es sind doch die letzten drei Bilder, die ich jetzt hier habe. Ja, vier Bilder mit dem, was ich ja nicht eingeklebt gekriegt habe. So, die 78. Das geht ganz einfach, so wie es soll. So, uns richtig auch einkleben. Ja. Das Merchandise von Captain Future mit der Komet gab es über einige Jahre lang. Also die Serie war ja an sich sehr populär. Und es gab sozusagen das Spielzeug, ich glaube von 1980 so bis 83. Kann man fast sagen, 84 hat man immer mal wieder noch die Future Comet in den Läden gefunden. Also erstaunlich, wie lange sich das doch gehalten hat. Aber es gab auch nicht so viel. So die Zeit mit Transformers, Masters und weiteren Action-Sachen ist erst Jahre später gekommen. Jetzt wollen wir es mal kurz ein bisschen drehen, damit ich das besser eingeklebt kriege hier. Ich richte mich jetzt mal nach dem hier so. Das wird es nicht gehen. Das ist gerade. Und hier kommt es darauf an, wie gut ich geklebt habe. Aber es sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, machen wir das mal zurück. Und ihr seht, es löst sich. Das ist es ja das, was ich meinte. Das ist halt alt. So, jetzt haben wir hier als Bild die 390. Da muss ich aufpassen. Da klebt das fest. Ja. Und eingeklebt. So. Also wie gesagt, der eine Aufkleber wird off-camera eingeklebt, damit ich in Ruhe abziehen kann. Zum Let's View wird das dann drin sein, denn hier habe ich jetzt die letzte Seite. Ich blende sie auch extra für euch einmal um. Ja, die habe ich vollständig und hier konnte man dann nachbestellen. Letztes Bild. Ups. Wie dem auch sei. Das Album ist eingeklebt. Das Album meiner Kindheit von Captain Future ist nun vollständig. Ich bin sowas von happy. Und ja, jetzt kommt der richtige Moment, wo wir nochmal alles richtig durchblättern und drüber quatschen. Oder ich quatsche, ihr hört hoffentlich zu. Aber das ist ein anderes Video. Also liken, teilen, abonnieren und wieder einschalten. Macht's gut!